So, willkommen zurück zu Let's Play Kena Bridge of Spirit. Wir waren irgendwie hier stehen geblieben. So, die gehen hier hin. Aber der Sprung ist absolut unmöglich. Und sonst sehe ich hier weit und breit nichts. Irgendwie muss man da hochkommen, wo der war. Da oben hin. Kann doch nicht sein. Ich hätte mal irgendwie weg erstmal. Ein neuer Hut. Also hier unten das Eck hätten wir dann nämlich sowieso weitestgehend abgearbeitet. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir auch alles gefunden haben. Ach, bestimmt muss ich hier mit dem Viech drüber. Und dann. Bekomme ich hier irgendwie neue Steine oder so. Blödes Ding, du. Hier hätte man nämlich auf jeden Fall die Träne. Aha. Dann hin damit. Ich weiß schon, dass ich das da machen könnte, aber das wollen wir noch gar nicht. Wir wollen erstmal da hinten schauen. Weil mit Sicherheit irgendwie sowas muss es ja sein. Wie soll's denn sonst gehen? Fragte er, und es ging trotzdem nicht. Dann übersehe ich irgendwas. Ah.
sag doch, irgendwas übersehe ich. Ätzert. Ein Rad für uns. Gut. Dann können wir eigentlich auch erstmal hier hinter schauen. Eigentlich ist es egal, welche Reihenfolge wir da machen. Das hier sieht nach einem ziemlich abgeschlossenen Ding aus. Ja, also es zählt sich immer eine ganze Runde. Das sind so Lara Croft Rätsel, die ich so gar nicht mag, weil es meistens mit der Steuerung irgendwo einen Haken hat, wenn man da, wenn sich das so dreht. Das hatte ich so ein bisschen Lara Croft öfters, weil dann springt sie immer irgendwo anders hin und... Aber, ach, die Lara, die kann sowieso gut ärgern. Fragen wir es, wie es ist. Da wollen wir hier hin. Das erste Mal ein bisschen Jump-Run-Action. Hatten wir noch gar nicht. Da eine Kiste, die dürfen wir sogar mal wieder aufmachen. Ich bin hellauf begeistert. Ich weiß mal gar nicht, wofür ich so viele Punkte brauche. Gefühlt habe ich jetzt schon so viel, dass ich mir jeden gut leisten kann. Da, jetzt hat aber. Haben wir hier was übersehen? Nö. Denk das mal. Hier so nah wie möglich dran. Und das da. Bringt er halt dann irgendwie so hier hin, oder? Hey, das war zu weit. Den hier drüben können wir gar nicht viel näher dran stellen, also. Aber da können wir uns halt so gar nicht dran festhalten. Mein Gott. Selbst den Sprung schaffen wir nicht, oder? Nö, jetzt probieren wir mal den hier doch noch ein bisschen näher hier drüben so hinzustellen. Das ist das nächste, was geht. So.
Ja, oder lasst mal den. Nehmt den mal hoch. Ach, wir können uns mit dem dahin tragen lassen, oder? Wäre auch einfach, wenn ich Rätsel einfach verstehen würde. Blöd und langweilig. Oh Gott, ein Kampf. Habe ich ja wieder gar keine Lust drauf. So. Oh. Oh, was bist du denn für einer? No. Tot. Oh, dem ist schwierig auszuweichen. Müssen wir neu machen. Okay. So, jetzt kommt der Dicke nochmal.
Au. Okay, den kann man auch nicht blocken. Wir brauchen einfach doch öfters den Parry, glaube ich. Nehmen den einfach zu selten her. Da. Den Hof hier befreit und damit auf den zweiten Strang. Ah, schau mal, hier steht's ja wieder. We built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Okay. Okay, hier wird ja hoffentlich nichts unter dem Zeug versteckt gewesen sein. Außer hier eine Kiste. Okay. Hier ist noch was zum Einsammeln. Ah, schau mal an, hier ist noch ein Rod. Im Boden versteckt. Okay. Das war dann, glaube ich, alles hier. Zumindest würde ich sonst nichts sehen. Hier ist ein Warp-Punkt, den können wir mal aktivieren. Nett. Ah ja, okay, wir brauchen... Ah, wir haben ja die Träne noch, da sind wir so gar nicht fertig. Die Felder bestellen und hier draußen den Blumenschrein wollen wir natürlich machen. Und mir ist ein... So, dann esst euch mal satt, meine lieben Freunde. Hier ist aber kein Rad. Okay. Dann wollen wir damit noch kurz raus zum Schrein. So, ich muss ihn ja auch bewegen. Ich dachte, wenn ich mich bewege, bewegt er sich auch. Aber so funktioniert es ja nicht. Da bleibt er nämlich einfach stehen. Gut. Ich sehe unter der Brücke eine Kiste. Die wollen wir uns anschauen. Ein Rod. Wie schön. 7 von 25 erst. Hier müssen noch so viele irgendwo versteckt sein. Das hier oben brauchen wir, also da kommen wir bestimmt noch hin. Das hier auch alles Felder. Da waren wir aber noch gar nicht. Das war das, wo wir einfach durchgerannt sind. Also wir wollen jetzt schon zum Wachturm, nicht hier.
Also erstmal diesseits des Flusses fertig machen. Ist, denke ich, besser. Ah, das da drüben ist auch nicht mehr diesseits des Flusses. So mache ich mir eine kleine Grenze. Damit ich weiß, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Das macht es, denke ich, etwas leichter. Was haben wir denn hier drin? So rum schon mal kein Eingang. Da müssen wir von da oben reinspringen. Denke ich. So wäre jetzt mal meine Idee. Hä? So öffnet sich's nicht. Ich glaube, ich habe gerade gecheatet. Das hätte man wohl nicht so machen sollen. Na, dann kommst du mal mit. Wollen wir uns mit deiner Hilfe mal oben reinboxen. So kommen wir hier nämlich rein. Noch ein Rod, gut. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr. Doch, hier ist noch eine Truhe im Eck. Wir können das hier mal die Rod wegtragen lassen. Und wir hier im Zweifel wieder reinkommen würden. Jetzt wollen wir aber zum Wachturm hoch. Braucht man dich nicht mehr. Sondern hauptsächlich den. Oh. So, jetzt ist da vorne offen. Ach so. Na, du Kleiner. Den nächsten gefunden. Sehr schön. Dann wollen wir schnell da hinten noch zurück. Können wir noch in dem Part machen. Und den Ding befreien. Den Ochsen. Das Herz ist weakened. Let's clear this corruption off him. There are signs of damage and wear, but I think there might be a little life left in him. Try your bomb. He might just need a spark.
Adira's Liebe. Rufus, you're okay. I can't believe it. How you doing, big guy? Ich hätte Angst vor dem. Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. So, entdecktes Relikt, der Ochse. Suche in der Schmiede nach dem zweiten Relikt. Relikt. Kann man da jetzt irgendwie höher? Waren wir da ganz oben? Achso, ah, das ist der Turm. Okay, dann kommen wir da ja nochmal her. Beneath all of this corruption, only fragments of our work remain intact. It's hard for me to see the fields like this. I really appreciate your help. Okay, dann wollen wir jetzt da rechts rüber, wo wir eigentlich quasi hergekommen wären, wenn es denn gegangen wäre. Oh, aber da unten sehe ich noch was. Unter der Brücke ist nix, aber vielleicht versteckt sich ja hier ein Rudd oder sowas. Okay, hier ist auf jeden Fall nix. Da müssen wir erst Adira im Ganzen befreien. Danke, Spiel. Fürs genau dann hängen bleiben, wenn ich darüber springe. Ah ja, aber wie es weitergeht, sehen wir sowieso erst im nächsten Part von Let's Play Kena Bridge of Spirit. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.